Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Ihres iPad Coaches. Heute schauen wir uns einmal den PDF Expert in der Version 5 an. Diejenigen, die schon länger beim iPad Coach dabei sind, wissen, dass ich den PDF Expert in einer vorherigen Ausgabe bereits einmal vorgestellt habe. Er ist immer noch einer meiner Lieblings-PDF-Applikationen und wird es immer mehr, da hier wirklich sinnvolle Features immer neu hinzugekommen sind. Hier haben Sie auch einen der Fälle, in dem ein Update irgendwann nicht mehr kostenfrei ist, sondern es gibt die Version PDF Expert und hier wird Ihnen irgendwann angeboten, dass auf PDF Expert 5 aufzurüsten. In diesem Fall müssen Sie einmal erneut für die App zahlen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist das in diesem Fall wirklich gerechtfertigt, weil die Entwickler hier einen sehr guten Job gemacht haben. Wenn Sie in den App Store gehen und nach PDF Expert suchen, dann finden Sie zwei Editionen, die eine mit dem Auge, die andere mit der Krawatte. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Optionen? Der Unterschied ist bei dem PDF Expert 5, wo Sie hier sehen, öffnen. Das ist eine Version, die kostet einmalig 8,99 Euro. Die PDF Expert Enterprise ist eine Lösung, die zunächst einmal gratis ist, die dann allerdings jeden Monat Geld kostet. Ein ganz spannender Service, mit dem Sie Dokumente über Nutzer verteilen können. Das gucken wir uns gerne in einer anderen Episode einmal an. PDF Expert 5, also hier die erste Applikation, die Sie gleich finden, wenn Sie PDF suchen, die ist diese für 8,99 Euro. Und Sie sehen hier auch, was es entsprechend neu gibt. Es gibt hier einige neue Funktionen, was sehr schön war. Beispielsweise ist, dass das Dateimanagement hier nochmal neu optimiert worden ist. Und der PDF-Expert ist auf der einen Seite, wenn wir uns das mal angucken, ein PDF-Viewer natürlich. Sie können auch PDF sehr schön kommentieren, bearbeiten. Der PDF-Expert ist eine der wenigen Applikationen, mit der Sie wirklich gut Formulare ausfüllen können und Sie haben einen starken Dateimanager. Und witzigerweise ist es sogar so, dass Sie mit diesem Dateimanager nicht nur PDF-Dateien, sondern auch andere Dateien sich angucken können. Ich bin vom Grundsatz her kein großer Freund, Dateien auf dem iPad abzuspeichern. Hier bin ich eher ein Freund, das über Exchange im E-Mail-Account zu machen oder durch Zugriff auf Ihre Netzlaufwerke. Aber das Schöne ist, Sie können auch diese Zugriffe hier konfigurieren in Ihrem PDF-Expert. Wir schauen uns den einfach mal an. Ich habe ihn bereits geöffnet und Sie sehen, Sie haben hier in der ersten Übersicht dort eine Dateiübersicht. Das heißt, wenn Sie die Applikation öffnen, dann haben Sie hier in dem Bereich Netzwerk die Möglichkeit, Netzwerksysteme anzubinden. Sie sehen, ich habe hier schon welche angebunden und wenn Sie hier auf Plus tippen, dann sehen Sie, dass Sie hier die gängigen Dienste anbinden können und diejenigen, die mich in Seminaren, Workshops oder Coachings bereits erlebt haben, wissen, dass ich ein großer Freund des WebDAV-Protokolls bin. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, Firmenlaufwerke anzuschließen. Und wenn Sie das dann haben, sehen Sie hier beispielsweise, gibt es eben die Möglichkeit, dass ich hier auf meinen Server dann entsprechend zurückgreifen kann und auf die Dokumente dann zurückgreifen kann und die sogar synchronisieren kann. Das heißt, hier können Sie auf Dropbox beispielsweise verbinden, auf Google Drive oder auf eigene Server und Sie können es sogar synchronisieren. Also von der Seite her ein ganz spannendes Instrument, um auf Ihre Dateien zurückzugreifen. Was der typische Workflow allerdings ist, ist, dass Sie sagen, Sie bekommen eine E-Mail mit einer Datei und die wollen Sie sich angucken oder damit wollen Sie etwas tun. Und ich habe das hier mal gemacht. Ich habe mir hier mal eine PDF-Datei gemailt und Sie wissen vielleicht, wenn Sie auf die PDF in der E-Mail tippen, dann können Sie bereits die E-Mail-Applikation nutzen, um sich PDF-Dateien anzusehen. Wenn Sie einmal hier drauf tippen, verschwinden sogar alle Bedienungselemente und man kann das wunderbar sehen und wenn Sie drauf tippen, dann können Sie hier zwischen den einzelnen Seiten auch hin und her springen. Also wenn es einfach nur darum geht, mal eine PDF-Datei anzusehen oder zu präsentieren, geht das wunderbar. Ein Beispiel, was Sie hier sehen, ist eine 16:9 Datei. Das heißt, hier sehen Sie, das ist etwas unglücklich, weil 4:3 ist das Format des iPads. Also wenn Sie mit PDF-Dateien präsentieren, sollten Sie darauf achten, dass diese auf dem Bildschirmformat 4:3 tendenziell eher gesetzt sind.
Wir öffnen diese Applikation jetzt mal, beziehungsweise diese Datei, in PDF Expert. Das heißt, Sie haben hier rechts oben diesen Ausgangsfeil und dann zeigt Ihnen das iPad alle Applikationen an, die mit diesem Dateiformat etwas anfangen können. Und das ist eben auch der PDF Expert. Sie sehen hier daneben, das ist die ältere Version, also wenn Sie ihn vorher hatten, und das ist der PDF Expert 5. Wenn Sie ihn übrigens das erste Mal installieren, dann fragt er Sie, ob Sie alle Dateien entsprechend portieren mögen. Das ist also auch sehr gut. Das heißt, Ihre Dokumente, die Sie im PDF Expert in der älteren Version haben, sind dort nicht verloren. Wir öffnen das jetzt mal in dem neuen PDF Expert und dann geht er gleich in die Ansicht dieses Dokumentes. Und das Schöne ist, wenn er dieses Dokument öffnet, dann sehen Sie hier unten, und diese Bedienungselemente sehen Sie nur, wenn Sie einen Beamer angeschlossen haben. Dann haben Sie hier drei Schaltflächen, beziehungsweise hier noch eine weitere mit Fokus und eine weitere mit Halt. Was heißen diese Schaltflächen? Diese Schaltflächen heißen, wenn Sie auf Halt tippen, ich tue das mal, dann erscheint das schwarze PDF-Logo, und wenn Sie wieder auf Start tippen, dann erscheint wieder der komplette Bildschirm. Und das Schöne bei diesem System ist, gehe einmal hier kurz raus und wieder rein, da hakelt es manchmal bei meinem System hier, was ich für die Aufzeichnung nutze. Der Vorteil ist, wenn Sie das an einem Beamer dran haben und auf Halt tippen, dann bleibt das Signal am Beamer. Das heißt, Sie können kurz schwarz schalten, in dem Moment, wo Sie anschalten, ist zack, das Signal sofort wieder da und es entfällt dieses lästige Suchen nach dem Beamer-Bild beispielsweise. Jetzt haben Sie hier die Ansicht, wo Sie alles sehen, inklusive auch der entsprechenden Bedienungselemente. Wenn Sie das präsentieren wollen, dann gibt es diese Schaltfläche, also Bildschirmanzeigen heißt die Spiegeln. Bei Dokument sehen Sie auf dem Beamer wirklich nur noch das Dokument, und wenn ich jetzt hier auf dem iPad einmal weiterschalte, sehen Sie die nächste Folie, und im Gegensatz zur E-Mail-Präsentation sehen Sie wirklich hier ohne Rahmen das Ganze, also sehr, sehr schön, auch bei einer Folie, die hier mit 16:9 gebaut ist. Das heißt, Sie können hier hin und her schalten, und wenn ich hier wieder auf PDF Expert zurückgehe und sage, ich bin wieder in den Bildschirmanzeigenmodus, dann sehen Sie wieder die ganzen Elemente. Mit Screenshot können Sie das Bild einfrieren, und in dem Moment, wo Sie da wieder drauf tippen, sieht derjenige erst, was Sie geschrieben haben. Und mit Fokus, eine sehr schöne Funktion, können Sie hier drauf tippen und dann markieren Sie einen Bereich mit dem Finger und dann wird dieser Bereich wie mit einer Taschenlampe hervorgehoben. Und das ist eine sehr schöne Funktion, gerade wenn Sie auch noch kombinieren mit dem Thema Dokument. Das heißt, dann können Sie auf Ihrem iPad einen Kreis machen, beispielsweise wenn Sie auf Fokus tippen, und auf dem Beamer ist das so zu sehen, wie Sie das hier jetzt entsprechend auch sehen. Also das ist wirklich eine sehr schöne Form, um etwas zu präsentieren. Wenn Sie jetzt, was ja auch häufiger mal vorkommt, etwas kommentieren wollen, etwas überarbeiten wollen, dann geht das recht einfach. Dann sehen Sie hier oben einen Stift, und mit dem Stift können Sie die Bearbeitungsleiste einblenden, die sich dann hier einfügt. Und diese Elemente sind recht selbstsprechend, das heißt, mit einem Stift können Sie etwas malen, mit einem Text können Sie Text reinschreiben, hier können Sie Formeln machen. Das, was Sie sicherlich häufiger brauchen, ist diese Funktion, um entsprechend etwas hervorzuheben. Das heißt, Sie haben das Thema, wenn Sie das nächste nehmen, hier um etwas durchzustreichen beispielsweise, um etwas unterzustreichen. Sie können hier auch Kommentare dort hier dazu nehmen, das heißt, Sie tippen auf dieses Feld, auf die Stelle, wo Sie was kommentieren wollen, und dann sagen Sie altes Dokument, da hat jemand wohl die falsche Version erwischt. So, dann haben Sie einen entsprechenden Kommentar, und Sie können sogar noch einen Stempel reinmachen und können sagen, nein, diese Version ist abgelehnt. Und dann können Sie das Ganze, Sie sehen hier rechts oben ein Ausgangsfeil, Sie können das Ganze wieder per E-Mail versenden. Und wenn Sie es per E-Mail versenden, haben Sie drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie das Ganze als Dokument verschicken, das heißt, derjenige, der dieses Dokument bekommt, kann es weiter bearbeiten. Und das mit jedem Programm, das eine PDF-Bearbeitung zulässt, also nicht nur mit PDF Expert, sondern auch mit entsprechenden anderen Apps und Programmen auf PC und iPad.
Die zweite Version ist eine flattened copy, wenn Sie nicht mehr mögen, dass etwas geändert wird. Das zeige ich Ihnen nachher am Beispiel eines Vertragsformulares einmal. Und das dritte ist besonders toll, wenn Sie in großen Dokumenten viele Anmerkungen haben, dann mussten Sie früher schreiben, wenn Sie auf wenigen Seiten nur etwas geändert haben. Ich habe auf der Seite 3 das geändert auf der Seite 4. Das können Sie jetzt auch das iPad machen lassen. Das heißt, wenn Sie hier auf Auszug der Anmerkungen gehen, erzeugt er Ihnen eine E-Mail und hier steht genau dann gleich drauf, was Sie gemacht haben, nämlich ein Stempel abgelehnt, eine Notiz altes Dokument, etwas durchgestrichen, etwas unterstrichen, etwas hervorgehoben. Und Sie haben dann hier das PDF-Dokument und wenn Sie sagen, Sie sind im Ausland oder es ist ein hochvertrauliches Dokument, dann können Sie dieses Dokument sogar nochmal löschen aus der E-Mail, bevor Sie das Ganze dann entsprechend rausschicken. Also dieses ist wirklich sehr praktisch. Sie sehen übrigens, ich habe hier eine Notiz abgelehnt dort getippt. Sie können auch mit der Stiftfunktion, die Sie hier links sehen, auch freihändige Notizen machen. Hier wird allerdings, wenn Sie es in der dritten Variante mailen, also mit den Anmerkungen, wird Ihnen dort nur mitgeteilt, dass Sie eine Stiftanmerkung haben, aber da gibt es keine Texterkennung dazu. Deswegen meine Empfehlung, machen Sie Notizen, so wie Sie es hier gesehen haben, mit entsprechendem Text. Der wird Ihnen in der E-Mail dann entsprechend auch mit übertragen. Also das sehr schön, um etwas zu zeigen, um etwas zu kommentieren, wieder zurückzuschicken. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel von einem meiner Kunden, der ist ein Immobilienmakler und was der macht, der arbeitet mit einem Abnahmeformular. So, und mit diesem Abnahmeformular kann derjenige dann eben sagen, ist das renoviert oder ist das nicht renoviert, welches Objekt war das. Sie können hier auch in kleinen Feldern viel reinschreiben und wenn Sie hier beispielsweise mal gucken, ich schreibe jetzt hier Text rein, wenn das Feld voll ist, dann wird das immer kleiner und Sie können hier sogar hinterlegen, Mietende, das muss ein Datumsfeld sein, also können hier sogar Gültigkeitsregeln hinterlegen. Was Sie hier auch machen können, Sie sehen, ich habe das hier schon mal gemacht, Sie können hier sogar Fotos dort entsprechend mit reinnehmen. Das heißt, wenn Sie hier irgendwo ein Foto integrieren wollen, dann tippen Sie einfach auf die Stelle, wo Sie es haben wollen, tippen auf den Bereich Grafik hier und dann können Sie hier aus der Fotobibliothek beispielsweise ein Foto auswählen und können sagen, jawohl, dieses Foto in welcher Qualität möchte ich hier dort drin haben und dann können Sie ein Foto hier dort mit integrieren. Also das ist eine sehr schöne Funktion, wenn Sie auch in Formularen Fotos noch mit dazu packen wollen. Ich lösche diese einmal jetzt hier, weil wir sie hier nicht mehr brauchen. Und wenn Sie jetzt dann fertig sind, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Kunde hier einfach unterschreibt, das heißt Kundenunterschrift, dann wird dieses Feld groß, der Kunde unterschreibt und Sie sagen fertig und es wird wieder klein genommen. Und das ist keine speziell programmierte App, sondern das ist der PDF Expert für 8,99 Euro. Die Frage, die hier häufig kommt, ist, wie können Sie diese Formulare erstellen? Diese Formulare können Sie ganz einfach erstellen, entweder in Microsoft Word oder in OpenOffice beispielsweise. Diejenigen, die die Creative Suite von Acrobat von Adobe haben, können es mit dem Acrobat Professional machen. Aber es ist, wie gesagt, auch sogar in der Gratis-Variante von OpenOffice sogar bereits möglich. Da können Sie sogar diese Gültigkeitsregeln definieren, da können Sie Formulare ausfüllen. Und wenn Sie diese mailen, dann sagen Sie, Sie schicken die per E-Mail und das sollte dann idealerweise natürlich per flattened copy geschickt werden. Das heißt, dass der Mieter dort nicht mehr noch irgendwas eintragen kann, was er dort renoviert oder nicht renoviert hat. Also das ist beispielsweise was, wenn Sie schauen, der Immobilienmakler hat vorher diese Protokolle per Papier ausgefüllt. Sie wurden dann unterschrieben, ins Büro zurückgenommen, kopiert, verschickt. Heute unterschreibt der Kunde direkt vor Ort, er bekommt es gleich per E-Mail, damit ist es auch gleich im Büro, wird automatisch abgelegt. Viel schneller beim Kunden,
viel schlanker von den Abläufen. Also PDF Expert ist hier eine Applikation, mit der Sie wunderbar Formulare machen können. Also eine sehr, sehr schöne, leistungsfähige Applikation. Sie können, das haben Sie gesehen, schon auf entsprechende Dokumente zurückgreifen. Das Ganze hat auch eine iCloud-Synchronisation. Das heißt, Sie können hier sogar Dokumente über die iCloud entsprechend synchronisieren. Natürlich nicht für vertrauliche Dokumente, aber für nicht vertrauliche Elemente durchaus praktisch. Was Sie auch haben, wenn Sie hier bei Dokumenten reingehen, Sie haben hier ein Dokumentenmanagement, das heißt, Sie können hier sogar bei Bearbeiten sagen, Sie erstellen beispielsweise neue Ordner, Sie können Dateien hin und her verschieben, also das ist eine sehr leistungsfähige Funktion. Sie sehen, hier können Sie neue Ordner dort hinzufügen, also Sie können sich Dateien auch organisieren. Ich mahne immer etwas zur Zurückhaltung, was das Thema Dateiorganisation auf dem iPad anbelangt, sondern bin eher ein Freund davon, dass über das Netzwerk zu synchronisieren. Aber wenn, dann machen Sie es schon dort, weil Sie können eben beispielsweise sehen, ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation. Die können Sie zwar nicht bearbeiten im PDF-Expert, aber Sie können sie immerhin schon mal ansehen. Und also von der Seite her auch Excel und Word-Dokumente. Somit ist der PDF-Expert ein Programm, mit dem Sie PDF-Dateien ansehen können, präsentieren können, anmerken, kommentieren können. Sie können dort Formulare ausfüllen. Also wirklich eine sehr, sehr leistungsfähige App, die auch regelmäßig wieder aktualisiert wird. Eine Variante des Datenaustausches, die diese Lösung auch anbietet, ist ein sogenanntes WLAN Drive. Das heißt, wenn Sie es aktivieren, dann sehen Sie auch schon den Hinweis, dann können Sie, wenn Sie im gleichen WLAN sind, in Ihrem Browser diese Internetadresse eingeben, also einfach http:// und dann die Nummer, die bei Ihnen erscheint, eintippen und dann können Sie, ohne dass Sie Software installieren müssen, über einen beliebigen Browser Dateien vom Rechner auf das iPad übertragen und genauso auch andersrum. Das Schöne ist, Sie können das hier sogar kennwortgeschützt machen, das geht nicht in jeder Applikation so, also sehr, sehr schön. Also auch wenn wir hier das Thema Sicherheit anschauen, dann haben Sie hier nochmal die Möglichkeit, eben auch eine Passwort-Sperre entsprechend draufzusetzen. Also somit durchaus auch für entsprechend vertrauliche Dokumente gedacht. Sie können hier also auch nochmal Zoom-Einstellungen vornehmen. Ist wirklich eine Applikation, die ich sehr empfehlen kann. Also auch wenn Sie hier nochmal gucken beim Thema Dateimanager beispielsweise, dann können Sie hier auch nochmal sagen, okay, wie soll das Verzeichnis heißen? Soll es so heißen wie auf dem Server oder soll gefragt werden? Sollen Fotos angezeigt werden? Und eben wie gesagt hier die Sicherheitsfunktion auch nochmal sehr, sehr gut und die Möglichkeit, das Ganze eben zu synchronisieren, so dass Sie sagen, wie soll entsprechend synchronisiert werden? Nur wenn Sie im WLAN sind oder über beides, gerade wenn Sie das eben, Sie sehen hier WebDAV über einen WebDAV-Server entsprechend synchronisieren. Also PDF Expert, mindestens diese 8,99 € wert. Probieren Sie es aus, laden Sie es einmal herunter. Ich kann diese Applikation sehr, sehr empfehlen. Gehört für mich zur absoluten Grundausstattung von iPads, die im Business-Bereich genutzt werden. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg bei der produktiven Nutzung Ihres iPads. Ihr Thorsten Jeckel.